Hallo Leute, ich bin Silu und ich habe heute mal wieder was Unbekanntes für euch. Willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal habe ich es endlich wieder auf den Steg geschafft, aber aufgrund der Lichtverhältnisse musste ich mich leider umdrehen. Also der See ist nicht verschwunden, der ist einfach nur hinter euch. Ich habe quasi einen wunderschönen Ausblick zu diesem Tasting und ihr guckt auf den Wald hinter mich. Aber das scheint ja so ein bisschen zum Ding zu werden, dass ich immer mal wieder einen neuen, anderen Hintergrund habe. Kommen wir zu unserem Whisky. Ich mache es kurz. Keine Ahnung, was es ist. Nur, dass es geil ist. Ihr seht, die Flasche ist schon ein bisschen geleert. Heute geht es um Vital Spark. Das ist ein unabhängig abgefüllter Single Malt Scotch Whisky. Abgefüllt von Meadowside Blending. Sitzen in Glasgow, wie so ziemlich alle Blend-Whisky-Hersteller oder die meisten unabhängigen Abfüller in Schottland gefühlt. Und wir wissen, es ist 10 Jahre alt. Es ist in Fassstärke abgefüllt mit 53,5%. 500 Milliliter drin, eine von 1891 Flaschen und 10 Jahre alt vorher im Refill Sherry Butt gelegen. Genau, das ist so ziemlich alles, was es verrät. Ist eine schöne Farbe auf jeden Fall. Ist nicht kühlgefiltert. Steht jetzt hier nicht, ob es gefärbt ist, aber es gibt keinen Hinweis auf den Farbstoff, deswegen vermute ich mal, dass es nicht gefärbt ist und dass es ein Small Batch ist. Es ist tatsächlich Batch Nummer 4 bereits, denn es gab vorher schon 3 andere von der Vital Spark Reihe. Ich hatte vor, ich glaube, 4 Jahren müssten es inzwischen sein, hatte ich einen 12 Jahre alten bei mir da. Das war Batch 2 oder 3, bin ich mir gerade nicht sicher. Und davor soll es sogar einen 14 Jahre alten gegeben haben. Wir sehen also, das Alter reduziert sich etwas. Und wir wissen, es ist Heavily Peated Smoky. Stehen auch noch so ein paar Aromen drauf, die lese ich euch aber dann vor, wenn wir im Tasting sind. Genau, mehr wissen wir dazu nicht. Keine Ahnung, ob der Whisky von Islay kommt, überhaupt von der Insel, ob er vom Festland kommt, aus den Highlands, Lowlands. Wir könnten jetzt nur raten. Was wir aber auf jeden Fall wissen, wir haben einen Sherry Butt Einfluss. Wissen jetzt aber auch nicht, ob es PX oder Oloroso ist. Da hatte ich ja in meinem letzten Video eine kleine Befragung durchgeführt, wie man das unterscheiden kann. Und ein Kommentar fand ich ganz gut, da stand, dass PX eher klebrig ist und Oloroso wirklich eher so, also klebrig süß gegen eher so diese runderen, angenehmeren Süßnoten. Und der Tipp, dass ich mir einfach mal 2 Flaschen kaufen und die direkt mal vergleichen soll. Werde ich vielleicht machen, wenn ich mal bei Gelegenheit an einem Sherry-Regal vorbeikomme. Genau, zu unserem Vital Spark. Ich finde übrigens das Flaschendesign, das Cover total schön. Es hat so einen industriellen Style. Und der ist wirklich also einfach geil. Ich fand schon den 12er geil, ich finde auch den hier geil. Ich könnte die jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, dazu liegen die einfach zu weit auseinander, dass ich die getrunken habe. Aber ich weiß noch, dass ich sehr verliebt war in den 12er. Ich habe ja super salzige, fleischige Rauchnoten. Ich habe eine Zitrusnote, die mich sofort anspringt. Darunter habe ich so eine leichte Süße, so meine Standardantwort Aprikose. Aber vor allem ist der sehr salzig und kräftig, intensiv im Aroma. Eher so helle Früchte, hätte ich gesagt. Mich irritiert ein blondes Haar auf meinem Schoß. So.
Ja, also diese Salz- und Fleischnote, die überdeckt einfach alles. Die ist total zentral in dem Ganzen. Slange, meine Freunde. Der ist sehr rauchig. Auf so eine richtig geile Grillkohle-Fleisch-Smoke-Art. Durch diese Kombination aus diesem sehr salzigen, sehr fleischigen und diesem super krass angenehmen, räuchrig-rauchigen, erinnert mich das so ein bisschen an dieses Beef Carpaccio, da habe ich in meinem Oktober-Video von geschwärmt, was auch so eine richtig geräucherte, angenehme Fleischnote hatte. Also der Rauch ist wirklich, als würde ich grillen. Richtig mega, mega geil. Super krass. Dann kommt so im Abgang, schwingt so eine Süße mit. Die muss ich dann im zweiten Schluck jetzt auf jeden Fall nochmal mir genauer angucken. Und hinten raus ist das so wirklich, als hätte man jetzt so Löffel Salz abgeleckt oder so. Super, super salzig, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Also jetzt nicht so, dass es mir alles wegätzt. Nicht ätzend, sondern richtig nice. So, als hätte ich gesalzenes Fleisch gegessen zum Beispiel. So, wenn das ein Essen, wenn dieser Whisky ein Essen wäre, würde ich ein Schwarzbier dazu trinken. Ja, ich glaube, das wär's. Jetzt kommt so ein bisschen mehr der Sherry in der Nase raus. Jetzt hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal so rauspiekst. Also ich kann den auch tatsächlich... Ich glaube, ich habe noch nie so schnell in einem Video bin ich zur Sache gekommen. Mensch, ich bin heute richtig straight unterwegs. Ich kann den auf jeden Fall sowohl für einen Alltag als auch für mal einen besonderen... Abend empfehlen, wo du dich auf den Geschmack konzentrieren willst. Also wirklich auf für alles kann ich den empfehlen, weil der ist intensiv im Aroma, aber nicht zu speziell. Das heißt, du kannst den auch einfach so genießen als kräftigen, angenehmen Whisky. Du kannst aber auch den total auseinandernehmen und analysieren. Ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis her jetzt nicht übermäßig. Ich glaube, der kostet so um die 50, 60 Euro, möchte ich meinen. Ist viel für 500 Milliliter, aber ach, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, jetzt kommt hier so ein bisschen mehr rosinige Noten. Kommen hier raus. Fast so ein bisschen Schokolade. Aber eher so Weintrauben. Aber wo könnte es, wenn ich dem Kommentar nachgehe? Wenn Oloroso soll eher so nussig sein und PX Sherry eher so diese Weintrauben-Rum-Note, würde ich sagen, dass das vielleicht ein Ex-PX Sherry-Fass war. Da steht halt wirklich nur Refill Sherry Butt drauf. Übrigens, von den Noten her, Peat Smoke, Teared Rope, ja, Smoked Oyster, also wir sind auf jeden Fall im salzig-rauchigen Bereich unterwegs, ölig, Sooty, ich habe keine Ahnung, was Sooty bedeutet. Medizinisch, da klingelt bei mir natürlich immer gleich Laphroaig durch, obwohl ich hier jetzt nicht sofort Laphroaig sagen würde. Salted Licorice, Black Pepper and Citrus Notes. Also die Zitronennoten hatte ich auf jeden Fall am Anfang. Der Pfeffer, ja, geht für mich immer so mit dieser fleischigen Rauchsteak-Salznote einher. Der wird immer süßer, je länger man an dem riecht. So richtig, so diese Rittersport Rum, Traube, Rumnuss, Schokolade. Und der Rauch verfliegt so total. Im Geschmack ist der noch schön präsent, der Rauch. Oh ja. Und hinten raus die Süße, sehr schokoladig, finde ich. Fast so ein bisschen edel-bitter-Schokolade gehend.
hinten raus so leicht herb, so dieses Dunkle. Zwischendrin so mein Piekser, irgendwas Hellfruchtiges, so Aprikose eher als Zitrone, hätte ich jetzt gesagt. Aber es kann auch Zitrone sein. Da seid ihr natürlich frei in dem, was ihr schmeckt. Gleichbleibend, intensiv, geiles Mundgefühl, breitet sich überall aus, ölig wie sonst was. Der Rauch hallt so richtig nach, also das ist wirklich so ein, wenn ich jetzt ausatme, habe ich das Gefühl, ich atme Feuer und Flammen und Rauch aus. Sehr, sehr geiles Teil. Ich bin nicht enttäuscht worden und wie gesagt, ich finde, ja, ich kann die nicht vergleichen. Nee, ich kann die nicht vergleichen. Vielleicht war der 12er ein Ticken süßer und weniger rauchig, was so ein bisschen dazu passen würde, dass je länger man natürlich einen Whisky im Fass lässt, desto weniger Rauch und desto mehr Fasseinfluss. Und der hier hat ja natürlich 2 Jahre kürzer gelegen. Das heißt, natürlich könnte hier mehr Rauch als Fasseinfluss in dem Fall dann drin sein. Aber der ist einfach rundum geil. Jetzt wird er wieder salziger. Jetzt geht die Schoki wieder weg, jetzt wird es wieder salzig. Ob es jetzt Austern sind, kann ich nicht beurteilen. Ich bin jetzt nicht so der Seafood-Mensch, ist nicht so meins. Aber dieser Whisky ist auf jeden Fall meins. Oh. Jetzt hat eine geile Aprikosennote so durchgepiekst. Ja, also ich komme aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Ich vergebe aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses, aufgrund des Flaschendesigns und natürlich aufgrund von Geschmack und Geruch eine 10 von 10. Ich finde den einfach geil. Von mir absolute Top-Oberkanten-Empfehlung. Lohnt sich, auch wenn ihr eins von den anderen Batches irgendwo ergattern könnt, probiert sie einfach. Mega, mega geiler Whisky. Richtig geil ausgesucht, die Fässer. Auf jeden Fall Topico und ich freue mich schon auf Batch Nummer 5. Das wird nämlich auf jeden Fall auch in meinem Schrank landen. Und ich genieße jetzt hier den letzten Rest von meinem super delikaten Whisky und wünsche euch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das Video guckt oder hört. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Slange!